Okay, dann fange ich jetzt an. Also, ich halte einen Vortrag über ein Problem, das ich habe und dabei bin zu lösen, aber das sich schon einer Lösung nähert. Und die Technik ist, glaube ich, spannend genug, damit man sie erklären kann. Ja, und zwar habe ich mir ja vor irgendwie Anfang des Jahres diese See-Through-Brille gekauft und versuche da Software drauf zu machen und versuche gerade einen 3D-Cursor zu machen, der meiner Hand folgt. Grundsätzlich ist das ein gelöstes Problem der Computer Vision, das ist ganz einfach, man nimmt sich einfach das Bild und macht da so Feature-Detektoren drauf, die sagen einem, wo irgendwie spannendes Zeug ist, und dann findet man einfach dasselbe spannende Zeug wieder und ist fertig. Das funktioniert auch, aber das funktioniert nur, wenn man irgendwie gute Kameras hat und gutes Licht hat. Ich habe eine beschissene Kamera und meistens zu wenig Licht. Deshalb funktioniert das gar nicht. Ja, also ich versuche mal irgendwie das so zu machen. Also meine Bilder sehen so aus, wenn die aus der Kamera fallen. Da ist so eine Hand drauf. Das kann man als Mensch ganz gut erkennen, dass da irgendwo eine Hand ist. Da ist auch viel anderer Crap drauf. Das heißt, man sieht schon, dass das irgendwie so von der Dynamic Range ist. Das auch ein bisschen weiß, aber nicht bei der Hand. Ja. Mein Problem ist im Prinzip, ich möchte gerne diese Hand in anderen Bildern finden, zum Beispiel in diesem Bild. Das ist nicht so schwierig. Also das ist meine Hand. Da kann ich irgendwie sagen, da ist sie. Muss ich halt irgendwie sagen, wo sie ist, damit er weiß, was da überhaupt eine Hand ist. Kann man nicht wissen als Computer. Und dann kann ich sagen, okay, so. Dieses Problem von da nach da, das kann Computer Vision, das ist ein gelöstes Problem. Mein Problem ist, dass ich meine Hand nicht nur so ein bisschen bewegen will, sondern vielleicht auch nach da oder nach da. Und diese Hand zu der anderen Hand, die am Anfang war, ist halt nicht so ein gelöstes Problem. Also diese Hand hat viele Probleme. Erstens, sie ist größer und zwar erheblich. Sie ist gedreht, sie ist blurry und sie ist anders beleuchtet. Das ist ziemlich garstig. Ja, ich habe am Anfang das mit so Feature-Kram versucht, aber es war einfach nicht gut. Also das funktioniert halt darauf nicht. Beziehungsweise es sagt bei dieser Hand gleich am Anfang, es hat eigentlich genau einen Feature-Punkt. Das ist da, wo sich die Lampe in meinem Ring spiegelt. Weil das kann man halt ganz gut finden als Computer, aber das ist halt so für die Handgesamtpositionierung einfach nicht besonders aussagekräftig. Da gibt es noch andere helle Punkte in dem Bild. Ja. Oh, ich muss glaube ich mal hier. Wieso kann ich es nicht Vollbild machen? Warum muss ich es von Hand zoomen? Naja, ich habe dann Scholar Google eingeschmissen, die Quelle von viel Weisheit, und habe das hier gefunden. Das liest sich ungefähr so wie das, was ich haben wollte. Grayscale, Template Matching, also Template Matching ist genau das, was ich haben will. Ich habe ein Beispiel von meinem Objekt, das ich haben will, und ich habe beliebig viele Bilder, wo ich das Objekt wiederfinden will. Das ist genau Template Matching. Grayscale habe ich auch, weil ich zu faul war, RGB-Informationen zu verarbeiten. Die Kamera gibt mir die, aber die ist natürlich auch nicht besser als RGB, nur mehr Noise. Ja, es soll invariant nach für Rotation, für Skalierung, für Translation, für Brightness und für Contrast sein, bitte sehr. Was es nicht ist, in diesem Paper ist Shear Correction, also wenn es irgendwie noch verzerrt wird oder so, wenn es nicht rechteckig ist, sondern so verzogen, das nehmen wir nachher noch ein Beispiel. Aber erstmal, dieses Paper ist, wie ich finde, ein sehr hübsches Paper, weil es einen Algorithmus enthält, der offensichtlich funktioniert. Das ist ganz anders als viele andere Computer Vision Algorithmen, die ich so kenne, wo man irgendwie sagt, ja, da muss man da so ein bisschen drehen, dann geht es meistens und so. Haben die einfach eine schöne Idee, die offensichtlich korrekt ist. Also erstmal sagen sie, wir vergleichen unser Template mit dem Zielbild, wo wir es finden, mit dem sogenannten Korrelationskoeffizienten. Kann ich da drauf rumzeigen? Oh, ich finde es größer, dann ist doch cool. Ja, wunderbar. Also da sind zwei Vektoren, gehen da rein. Und zwar x und y. X ist das Quellbild, also die Hand. Und y ist mein Querybild, also das Ding, wo ich finde, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es ein Kandidatenausschnitt. Also der Korrelationskoeffizient sagt nicht irgendwie, da ist ein Objekt, das sagt einfach nur, angenommen, das Objekt ist genau hier, in genau der Größe und so, ist es überhaupt das Objekt oder sehe ich gerade was anderes? Das ist das, was der Korrelationskoeffizient einem beantwortet. Das ist relativ unmagisch im Prinzip. Ist das hier so ein Punktprodukt? Also alle, die ganzen Pixel, die das Ding ausmachen, werden als ein riesiger Vektor betrachtet, die beiden Vektoren werden multipliziert. Wenn die halt irgendwie im Wesentlichen in die gleiche Richtung zeigen, ist das Dot-Produkt halt groß. Wenn die in beliebig unkorrelierte Richtung zeigen, ist das halt ziemlich klein. Und dann teilen die noch so ein bisschen raus, wie groß die jeweiligen Vektoren sind, um Kontrastkorrektur zu machen. Das funktioniert ganz gut. Und im Prinzip ist das Problem damit schon gelöst. Man probiert einfach das Template in allen Positionen auf dem Querybild, in allen möglichen Größen, in allen möglichen Rotationen, in allen möglichen Skalierungen wiederzufinden. Und wenn der Korrelationskoeffizient groß genug ist, hat man es gefunden. Super einfach. Ja, man muss das noch ein bisschen skalieren, indem man es vorher skaliert und dreht. Also das kann man entweder die Pixelmenge auf dem Querybild machen, die machen es andersrum, die machen quasi ganz viele Templates, indem sie vorher das Template modifizieren. So, und dann passiert genau das, weshalb du L gemacht hast. Das einzige Problem dabei ist, das dauert so 2,5 Stunden. Auf einem Bild, das kleiner ist als meins, mit einem Template, das kleiner ist als meins. Ich möchte das gerne als Realtime-Cursor haben. Das funktioniert so also noch nicht.
dann wäre es auch kein Paper, das ist, was, bis dahin ist es quasi dead obvious. Was sie in diesem Paper machen, ist, sie haben einen tollen Algorithmus erfunden, der macht das Ganze bei ihnen in 22 Sekunden. Ja, auf ein bisschen 4 und nicht auf meinem Schrapel Atom, aber andererseits ist der auch ein bisschen neuer, wer weiß, ich weiß auch nicht, wie gut das wirklich auf der Brille läuft. Ich bin gerade unterwegs, auf meinem Computer schnell zu machen und werde es später porten. Aber erstmal, was tun sie, damit das so viel schneller geht? Die Idee ist ganz einfach. Das erste Problem, das sie lösen müssen, ist herauszufinden, wie groß die Instanz von dem Template ist in dem Zielbild. Denn wenn ich nicht weiß, wie groß es ist, kann ich quasi mit nichts anderem irgendwie arbeiten. Ich weiß nicht, wie groß ich meinen Vergleichsteil machen muss, den ich ausschneide, und auch wenn ich die Rotation rate oder so. Aber das Problem ist, ich kann nicht gut die Größe messen, wenn ich noch gar nicht weiß, in welche Richtung es rotiert ist. Deshalb haben sie sich überlegt, okay, was ist denn, gibt es denn Dinge, wo es egal ist, wie rum es rotiert ist? Und die gibt es, das sind Kreise. Kreise kann man drehen und egal, wie man den Kreis dreht, auch wenn man falsch gedreht hat, ist es so wie vorher. Deshalb beschreiben sie ihr Template-Bild, das ist der hässliche Frosch im Hintergrund, erstmal als eine große Ansammlung von Kreisen. Was sie machen ist, sie messen entlang jedes Kreises den Durchschnittswert. Und das ist quasi ihre Objektbeschreibung Stufe 1. Das hat den großen Vorteil, wenn sie dieses Bild in dem Zielbild suchen und sie haben die Rotation falsch geraten, dann sieht halt der Mittelwert der entsprechenden Kreise trotzdem genauso aus, weil die eben rund sind. Sie haben natürlich so ein bisschen Dreckeffekte, weil das da irgendwie rasterisiert ist, aber ja, hat man ja immer ein bisschen Neues. Da muss man halt den Threshold nicht auf 100% setzen, sondern irgendwie auf ein bisschen weniger. Nur noch Spice dann, oder? Also das sind nicht alles Kreise. Doch, das sind alles Kreise. Was du siehst, ist beschissen rasterisierte Kreise. Diese sind sehr große Pixel. Und das ist halt einfach diskrete Pixel. Diese Spikes, die du siehst, sind einfach nur Diskretisierungsartefakte auf den Kreisen. Die sind nicht wirklich Spikes. Aber danach machen sie Spikes. Sie haben dann, wir vergleichen quasi in jedem möglichen Punkt des Querybildes, ob sie, wenn sie wieder diese Kreise messen, das gleiche sehen wie im Template. Wenn, dann wissen sie, wo es ist. Und sie wissen sogar, wie groß es ist. Ja. Sie wissen auch nicht die Rotation. Das machen sie im nächsten Schritt. Das ist eigentlich genauso offensichtlich. Man misst andere Dinge, nämlich Strahlen, die von innen nach außen gehen. Das Schöne ist, die kann man einmal messen auf seinem Querybild. Und danach, also auf dem Template haben sie natürlich auch gemessen, kann man quasi die beiden Muster so gegeneinander verdrehen, diskret. Man hat dann zwei Vektoren mit dem Mittelwert entlang dieser Spokes. Man kann halt immer schrittweise drehen und gucken, wo es am besten passt. Und da, wo es am besten passt, in die Richtung ist das Ganze dann wohl orientiert. Plus, minus ein bisschen Neues. Man sieht da aus, es wird ziemlich üble Diskretisierungsfehler geben, weil natürlich nicht besonders dicht sind, diese Dinger. Aber anyway, im Groben und Ganzen ist das danach orientiert. Ja. Und was sie danach machen ist, ja, komplettes Cross-Correlation Coefficient, wie am Anfang geschrieben. Sie nehmen quasi einfach alle Bildpixel und alle Template-Pixel und vergleichen die. Das Schöne ist, dass sie diese beiden Muster, also nach diesen beiden Mustern, wenn es in beiden Fällen relativ gut gepasst hat, sind nicht mehr viele Pixel über. Die meisten Pixel werden am Anfang eliminiert. Entweder von diesem Kreisfilter, das einfach in keiner Größe passt, sinnvoll, oder von diesem hier, weil es keine Rotation gibt, in der es auch nur halbwegs passt. Es sind also bei denen im Paper immer so 10 bis 15 Pixel über. Das heißt, die müssen ihre Gesamtmatrix-Vergleich halt nicht für jeden Bildpixel machen und jede Größe und jede Skalierung und jede Rotation, sondern 15 Mal. Das ist halt schneller. Ja, das ist dann, wie gesagt, 22 Sekunden schnell. Mein Problem ist, 22 Sekunden ist immer noch nicht so richtig das Realtime-Cursor-Feeling. Aber, wenn man sich das Aspect mal anguckt, sie sagen, sie sind 400 Mal schneller als der Brute Force Approach, indem sie drei kaskadierende Filter nehmen, nämlich Kreise, dieses blaue Zeug, diese Strahlen, die nach außen gehen und am Ende den vollen Filter. Naja, wo der Informatiker 3 sieht, da geht bestimmt auch andere Zahlen. Also es wäre abwegig, warum sollte nur 3 gehen? Insbesondere gehen wahrscheinlich größere Zahlen, das macht das wahrscheinlich besser. Das habe ich dann mal getan. Das ist der Code, wie er gestern Abend zu irgendeinem Zeitpunkt aussah, inzwischen ist es wieder ein bisschen besser. Aber anyway, also hier gibt es mehr Filter. Also hier ist es ziemlich simpel, man nehme alle irgendwie, laufe durch alle Y und alle X-Werte, also renne über das Querybild. Und das erste, was er macht, ist, er guckt sich mal an, wie so in der Umgebung der größte und der kleinste Wert aussehen. Das ist iterativ ermittelt, das ist einfach quasi Maximum so ein bisschen hin und her gebleedet auf den Pixeln und Minimum hin und her gebleedet auf den Pixeln. Und wenn die maximal in diesem Bereich auftretende Range in den Helligkeiten so klein ist, dass mein Template da gar nicht mehr reinpasst, dann weiß ich schon, okay, das wird wohl nichts. Also wenn zum Beispiel der Bereich im Wesentlichen schwarz und dunkelgrau ist, dann muss ich nicht lange nach Händen suchen. Da kann ich einfach aufhören. So, das ist mal Filter 1, der hat den großen Vorteil, der ist sehr, sehr schnell. Er liest zwar immer an seinen Chars und vergleicht die. Das nächste, was ich mache, ist so etwas wie mit den Kreisen. Das sieht man hier nicht so schön, weil ich nehme nur 5 Kreise, nicht 15 wie die.
5 Kreise, einfach deshalb, weil es schneller geht, 5 zu berechnen als 15. Das hat den großen Nachteil, was ich da messe, ist ziemlicher Dreck. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen korreliert. Insbesondere, wenn der Korrelation größer ist als 0, dann gibt es eine gewisse Chance, dass es fällt. Wenn sie kleiner ist als 0, ist es völlig hoffnungslos. Und außerdem steht da noch Pyramid drin, ich rechne das Bild kleiner, dann muss ich bei den großen Kreisen nicht so viele Pixel samplen, sondern ich sample kleine Kreise auf runterskalierten Bildern. Das hat natürlich auch jede Menge Noise drin und ziemliche Dreckeffekte, aber egal. Das Einzige, was ich da tue, ist, wenn es sehr, sehr kleine Korrelation hat, dann sage ich, okay, dieser Pixel ist hoffnungslos und der nächste ist auch hoffnungslos. Und in Wahrheit inzwischen sind auch die in der Zeile darunter sind auch hoffnungslos. Das ist so crappy, dass da in der Gegend einfach dieses Objekt nicht vorkommt. Das stimmt auch. Also wenn man die so ein bisschen hin und her schiebt, dann sieht man, dass die Filterwerte halt immer noch so halbwegs passen. Weil das halt alles keine ganz exakten Filter sind, diese runden Kreise und sowieso so ein bisschen fluff haben. Und dann gibt es hier einen Threshold, der ist ein bisschen größer, das ist irgendwie so 0,5 oder 0,4 oder sowas. Wenn ich den nicht erreiche, dann ist es an diesem Pixel nicht. Und dann mache ich im Prinzip immer bessere Kreisfilter. Dann mache ich das gleiche, aber mit 20 Kreisen. Und wenn ich dann dieser Threshold ist, das entsprechend schärfer gesetzt. Da filtert dann noch weitere Pixel raus, hat aber das Problem, es muss halt 20 Kreise berechnen, was langsam ist. Danach mache ich, erstens habe ich dann eine Skala-Schätzung, wie groß mein Template vielleicht ist. Also vielleicht dazu ganz kurz, was man machen kann, ist, man kann noch kleinere und noch größere Kreise malen auf dem Query-Bild. Wenn man einfach noch kleinere und noch größere Kreise malt, kann man anschließen, dass den gleichen Trick machen, wie die in dem Paper mit diesem mit der Rotation machen. Man kann nämlich, nachdem man einmal die Mittelwerte gemessen hat, quasi sein Template in dem Vektor der Mittelwerte auf dem Bild, was man gemessen hat, hin und her schieben und gucken, in welcher Skala es quasi am besten passt. Dann weiß man, wie groß ein Objekt ist. Da kommt so eine halbwegs brauchbare Schätzung halt raus. Und auch da, wenn ich keine vernünftige Skala finde, wenn die beste Korrelation kleiner ist als ein Threshold, kommt auch weg. Dann mache ich Kreise, die ich vorsichtiger hin und her wackle. Das ist relativ teuer, weil ich da viele Dinge probiere. Ich sage halt nicht nur, mach quasi ein festes Kreismuster, sondern verändere das Kreismuster so um 0,3 Pixel hin und her und gucke, ob ich eine Skala finde, wo es noch besser passt. Das hat den Vorteil, dass ich danach eine sehr gute Skalaschätzung habe, wie groß ein Objekt ist. Und außerdem kann ich einen noch härteren Threshold ansetzen. So, das ist alles, was man mit Kreisen macht. Und danach mache ich genau das, was wir im Paper auch mit den blauen Linien machen. So radiale Linien ziehen. Und ich weiß, wie lang die sein müssen, weil ich schon eine Skalaschätzung habe. Und dann kriege ich halt auch eine Rotation raus und eine beste Korrelation. Wenn die halt wieder zu schlecht ist, dann war es wohl nichts. Und dann mache ich zwei Filter, die sie aus irgendeinem Grund gar nicht betrachten. Und zwar wieder die gleiche Idee. Ich versuche, mein Objekt abstrakt zu beschreiben mit irgendetwas, was ich halbwegs einfach berechnen kann. Zum Beispiel den Mittelwert entlang von achsenaligneten Linien. Also eine heißt die Orthogonals. Ich glaube, die sind entlang der Original-X-Achse und die anderen, die Parallelen, sind entlang der Original-Y-Achse. Aber im Prinzip rechtwinklig zueinander gesetzte Linien, also in dem ersten Filter solche Parallelen, danach solche. Auch das muss ja korreliert sein, wenn das tatsächlich ein valider Match ist. Aber es ist immer noch viel einfacher, diese Mittelwerte von diesen Linien zu vergleichen, anstatt die komplette Matrix. Und ich kann damit noch etwas Schönes machen, nämlich so Stretching-Schätzungen machen. Wenn mein Objekt fast richtig ist, aber meine Hand hat sich ein bisschen verdreht, dann ist ja diese Ausdehnung jetzt so skaliert. Das kann man sehr schön in diesen Mustern sehen und quasi unabhängig von allen anderen Dingen. Weil die in der anderen Richtung ist es ja rausgemittelt. Wenn ich jetzt die Linien etwas enger oder etwas weiter setze, dann kann ich da, wo die maximale Korrelation eintritt, wissen, dass ich mein Objekt da noch ein bisschen verzerren muss. Das kann ich einmal in die eine und einmal in die andere Richtung machen. Dann habe ich bis dahin, nach den Parallelen, habe ich eingesammelt eine Skala-Schätzung, eine Winkelschätzung, eine X-Stretch-Schätzung, eine Y-Stretch-Schätzung und all das lasse ich dann hier rein. Eine Skala, ein Winkel, eine Y Extrafaktor und ein X-Extrafaktor. Und das All-Match ist jetzt tatsächlich voller Cross-Korrelationskoeffizient. Und in der Funktion selber wackele ich dann noch 30 Mal dran rum. Aber ich mache erstmal Vergleich, ob das irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Und wenn da was halbwegs Sinnvolles rauskommt, dann juckle ich einfach nochmal an allen Parametern so ein bisschen rum und gucke, ob es davon besser wird. Wenn es besser ist, also ja, man kann da so viel Mathematik machen, das ist eigentlich so ein Optimierungsalgorithmus, müsste da eigentlich hin, der irgendwie Conjugate Gradient oder so macht. Aber das ist alles, ja, also eigentlich bin ich bloß zu faul und es ist auch egal, weil man da unten kommen sowieso nur noch irgendwie 15 Kandidaten an oder so, oder 5 oder eine. Da kann ich auch ziemlich crappy Optimierung machen, das ist für die Laufzeit völlig egal. Ja, Brute Force, also komplett alle Möglichkeiten durchzuprobieren ist zu langsam, aber was man halt machen kann, ist, man kann sagen, okay, ist mein Objekt da? Ja, so halb, okay, ist es irgendwie da so? Ja, ist besser, okay, dann nehme ich das, probiere es einfach nochmal. Und das mache ich halt 30 Mal. Ich versuche einfach 30 Mal drum zu jucken und immer wenn es besser geworden ist, nehme ich das als meinen Startpunkt. Das ist halt so,
ja, Bias Random Walk oder so. Das funktioniert auf einfachen Optimierungspotenzialen ziemlich gut und ist halt strunzendumm zu implementieren, kann man sich ungefähr vorstellen. So, probier es aus, es ist besser, ja, nimm das. Nein, nimm es nicht. Wie wird es denn sein? Und funktioniert super. Also ich mache hier 30 Schritte, ich habe auch mal 5000 Schritte probiert, aber davon wird das Ergebnis fast nicht mehr besser. Also man kommt in 30 völlig random Schritten zu einem absolut akzeptablen Ergebnis. Für diese Art von Optimierungsproblem, das geht natürlich nicht in jedem. Im Wesentlichen sind das einfach nur mehr Filter und das sorgt dafür, dass es schneller wird. Ich habe nämlich ein Problem gegenüber deren Paper, die machen sehr, sehr gute Matches. Also die machen sowas wie McDonalds-Logos in Fotos matchen und McDonalds-Logos haben die großartige Eigenschaft, dass sie aus starren Materialien und wegen Marketingentscheidungen immer sehr ähnlich dargestellt werden. deshalb können die all ihre Filter-Thresholds unglaublich hochsetzen. Die haben halt überall so 0,95, also quasi 95% Matching. Meine Hand ist halt nicht so starr wie McDonalds-Logos, sondern wenn ich die so halte, ist die hier so geknickt und wenn ich die so mache, ist die gerade, meine Finger verschieben sich gegeneinander, das ist alles irgendwie voll noisy und wackelt und Dreckeffekt. Und deshalb sind alle meine Thresholds viel, 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 viel schlechter. Also die meisten sind irgendwie so bei 70%, was aber dazu führt, dass ich viel mehr Kandidaten bis in die teureren Filter mitschleifen muss. Das heißt, ich muss noch relativ viel mehr optimieren als die in ihrem Paper. Kannst du da nicht diese Thresholds auswerten? Also dass du nicht die sequenziell, kommt auf die Rechenleistung an, die du hast. Ja. Du musst, wenn du die früher rausschmeißt, brauchst du weniger auf weniger Rechner. Ja. Aber du kannst die Thresholds, müsstest du eigentlich hochsetzen. Wenn du hier mit K-Means Bewertung wurden, also Threshold heißt ja, dass du einen Wert hast. Ja. Und alles links davon oder rechts davon. Ja, ja genau, das heißt ja oder nein. Bei K-Means nimmst du quasi den Abstand, orthogonalen Abstand zu allen Parametern. Ich könnte quasi mehrere Fallen. Ja. Alles gleichzeitig bewertest und dann kannst du die eigentlichen Thresholds höher setzen. Ja, das ging jetzt da. Das Problem ist, dass, also im Allgemeinen geht das. Das Problem ist hier, dass ich für die späteren Filter, zum Beispiel diese blauen Linien, Daten aus den vorderen brauche, weil ich für die blauen Linien wissen muss, wie lange ich hier ziehen muss. Diesen radialen Filter kann ich ja nur machen, indem ich die Radialen so groß mache, wie mein Objekt ist. Aber ich weiß nicht, wie groß mein Objekt ist, bevor ich nicht aus dem ersten Filter raus habe, wie groß es eigentlich sein müsste laut den Kreisen. Ja, das heißt, ich kann nicht alle Filter, wenn du tatsächlich mehrere Filterparameter gemeinsam als Thresholding-Surface quasi nehmen willst, musst du die alle auswerten können. Aber ich kann die späteren Filter nicht auswerten, ohne die früheren gefahren zu haben. Nee, doch, fahren musst du. Bloß die Frage ist, welche schmeißt du raus und welche nicht. So dieses Kriterium, der ist gut, der fällt raus, der fällt nicht. Ausrechnen musst du die. Die Frage ist bloß, wie viel gewinnst du damit, wenn du, wenn man frühzeitig Mist rausschmeißen kann, kann es sein, dass der Rechenzeitgewinn größer ist als der Gewinn, dass man den Threshold nicht so hochsetzen kann. Also das sind zwei Sachen, die man schlecht weiß. Außerdem, wenn man variable Filter hat, dann für das K-Means musst du wissen, wie viele Parameter du hast für deinen Parameterraum. Der darf dann nicht variable sein. Aber das ist handhabbar. Das ist bloß, wenn man ständig dran rumfrickelt, vielleicht ein bisschen. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Das macht in dem Moment wahrscheinlich Sinn, wo ich jetzt erst, also theoretisch könnte man das ab hier quasi machen, wo ich zwei nicht korrelierte... Hier habe ich das erste Mal zwei Parameter, also unabhängige Parameterwerte. Da könnte ich im Prinzip die beide gleichzeitig betrachten, um zusätzlich zu filtern. Das würde wahrscheinlich gehen, ja. Ja, das könnte es auch schneller machen. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, noch eine Frage, wenn ich ganz kurz dazwischen... Was machst du jetzt auf dem Originalbild? Suchst du jetzt eine Lösung für deine Hand? Genau, ich habe allgemein alles Mögliche dann schneller. Gerade baue ich, also ich hätte gerne einen Algorithmus im Idealfall, der nicht nur Hände kann, sondern auch QR-Codes, wenn ich einen besseren Cursor haben will, die halt irgendwie ein bisschen robuster sind oder so, dass ich einfach sage, hier ist ein beliebiges Objekt, finde es, also das sei jetzt mein Cursor, das ist quasi das UI, was ich haben will. Deshalb würde ich jetzt nicht versuchen, also eine klare Alternative wäre zu versuchen, irgendwie extra Algorithmen zu schreiben, die Hände verstehen. Aber das finde ich also weder besonders elegant, noch ist es besonders robust wahrscheinlich, weil Hände sehen doch sehr unterschiedlich aus, je nachdem von wo das Licht kommt und so. Das kann für mich viel Unterschied machen. Naja, das wollte ich nicht sagen. Also das ist ja, wenn du sagst offene Hand, und du gehst, machst einen Gradienten drauf oder so, dann siehst du zum Beispiel parallele Linien.
Ja, genau, aber ja, zum Beispiel meine Aktenorte haben auch parallele Linien. Wenn du sowas sehen willst, dann ist was anderes. Das ist ja, die klar. Frage. Aber dann kannst du auch mit deinem Matching nicht mehr klar. Also dann ist schon wieder. Nee, du musst schon verschiedene, also du könntest ja. Damit aber zum Beispiel sehr einfach verschiedene Gestures, dann wieder matchen, indem du einfach verschiedene Templates recordest. Und das geht halt nicht mehr so einfach, wenn das alles in Code gegossen ist. Ich wollte noch einmal kurz quasi die so für die Intuition, was die Filter so können, also wie das langsam weniger Kandidaten werden. Also das hier ist, blau ist immer Dinge, die noch mögliche Kandidaten sind. Irgendwo da ist so ein kleiner heller grüner Pixel, da so. Das ist der am Ende korrekte Pixel, da ist die Hand. Also das Querybild, das sehen wir, das ist hier so ein Ausschnitt. Es macht ein bisschen Sinn, den unteren Teil ja nicht zu betrachten, weil da so eine echt fiese Knickkante ist, die alle Skalen kaputt macht. Aber die Finger sind vergleichsweise starr. Deshalb ist das hier ist das Zentrum des Templates. So, das ist quasi alles, was überbleibt nach diesem Min-Max-Filter. Hier links sind bei mir auf dem Schreibtisch zu Hause so zwei große Lautsprecher. Das ist halt tief schwarz, weil das so eine Holzwand ist. Und deshalb braucht er da gar nicht weiter gucken. Alles, was hier gerade verschwindet, ist alles, was durch diese fünf Kreise bereits eliminiert wurde. Und das Schöne ist, all diese Pixel, die hier gerade verschwunden sind, die müssen halt die teuren Filter gar nicht mehr angucken. Das heißt, für die habe ich nur fünf Kreise berechnet und danach weggeschmissen. Danach berechne ich hier 20 Kreise, aber auf kleinskalierten Bilderpotenzial. Also die kleinen Kreise nicht, aber wenn die Kreise größer werden, dann fängt er halt an und sagt, wir berechnen einfach den Mean quasi auf einem kleinskalierten Bild und mal entsprechend kleineren Kreis. Weil das halt schneller geht, wenn man weniger Pixel zusammenzählen muss. Dann gibt es höher qualitative Kreise mit besserem Threshold, die können auch noch mehr Pixel wegschmeißen. Und das ist das, was überbleibt, nachdem er noch versucht, seine Kreise so ein bisschen zu wackeln. Denn wenn das ein echtes Match ist, dann müsste es durch das Wackeln noch glücklicherweise ziemlich gut werden können. Und an vielen Stellen wird es halt nicht besser, auch wenn man wackelt. Und das kann er halt auch wegschmeißen. So, und der nächste Filter, und jetzt müsste noch ein Kreisfilter sein. Und dieser hier ist der erste Mal, wo er dann versucht, den Winkel zu schätzen. Wo er jetzt quasi sagt, okay, ich versuche jetzt quasi ein Objekt so zu rotieren, dass ich einen guten Match entlang der Radiallinien habe. Das ist halt auch überhaupt nicht mehr korreliert mit diesen ganzen Kreisfiltern. Deshalb sind jetzt so viele Kandidaten auf einmal weggeflogen. Inzwischen habe ich, nachdem ich diese schönen Bilder gesehen habe, den Radialfilter mal einen Schritt weiter nach vorne gezogen, damit ich einen relativ teuren Skalenschätzungsschritt danach mache, weil das sind einfach viel weniger Kandidaten. So, und dann macht er hier das noch orthogonal Matchen. Ich glaube, da oben noch zwei blaue Pixel, wenn ich das gerade richtig... Das ist doch eins. Ich nicht sehen. Und an deiner Hand. Sag mal, einer. Das ist die Idee, rot machen. Nee, könnte ich, aber das fiel auf, wenn weil ich den Rotkanal nehme, um das Bild zu lesen. Du weißt nicht, wie viele Stunden Debuggen es mich schon gekostet hat, weil ich nur zum Debuggen mal Pixelrot gemacht habe und auf einmal die Matches weg waren. Aber stimmt, da unten sind auch mehrere. So, und dann, Next One ist jetzt die andere Richtung, also das eine ist orthogonal, das nächste ist Parallele. Und ich glaube, da ist sogar in diesem Fall nur noch ein Kandidat übergeblieben, aber es gibt auch Bilder, da sind dann noch so drei oder so. Das sind auf jeden Fall auch wenig. Genau, und das ist jetzt... Da ist halt noch ein Ergebnis über und das ist auch eine Hand, behaupte ich. Das ist das Quadrat, was ich original mal reingeschmissen hatte. Wir sagen, okay, ich finde mir quasi dieses Objekt in einem grünen Kasten. Da müssen wir ganz lange arbeiten mit Tattoo sparen können. Ja, stimmt. Du könntest auch einen etwas auffälligeren Ring nehmen. Ja, es gibt da viele Lösungen für. Ja, wobei, also, ich habe das ja vorher versucht mit diesen Feature-Dingern. Und ich habe da drüben bei Bürobeleuchtung gesessen mit Barcodes. Ja, die haben wirklich ziemlich viele Ecken und coole Abstände und so. Und habe versucht, mit diesem Feature-Detektor diesen Barcode wieder zu finden. Das war nicht feierlich. Weil dann war der irgendwie nicht ganz starr und hat sich dann so ein bisschen verbogen. Und dann passte das nicht und es gab keine lineare Transformation mehr zwischen denen. Und es war alles nicht so cool. Also ja, Tattoos würden das deutlich besser machen. Und ich könnte viel härtere Thresholds machen und alles wäre schneller. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem braucht man trotzdem. Also über die VA-Headsets immer zum Tracken nehmen, sind Infrarot-LEDs, ne? Die so im Gehäuse sind. Ja, die sind aktiv drin. Und dann, genau. Ja, das geht. Also wenn ich in meiner Hand quasi aktiv leuchten würde, dann wäre alles, dann, also kann man das viele coole Sachen machen. Warum leuchtet der immer noch für sich aktiv? Nein. Ja, es gibt auch noch andere Lösungen, das stimmt schon. Du könntest als Marker auch irgendwie vier Kreise ineinander nehmen und Dinge und dann Sachen weiß lassen. Ja, das geht. Dann müsste es ja eigentlich noch zwei Filter finden, oder? Ja, das kann man. Also, das Schöne ist, wenn der Algorithmus robust ist, kann man natürlich durch quasi bessere Hände das viel, viel einfacher für den Algorithmus machen. Aber also ich baue jetzt gerade lieber einen stabilen Algorithmus, der so auf echten Händen arbeiten kann. Und wenn es dann
nicht so gut funktioniert, packe ich mir einfach irgendwie einen Barcode da dran. Dann ist es halt super. Also statt quasi jetzt zu versuchen, einen QR-Code-spezifischen Algorithmus zu schreiben, der dann halt gerade so funktioniert. Da ist einfach wenig Safety Margin drin für schlechtes Licht, irgendwie, keine Ahnung, Rauschen, Flackern in dem Licht und all solche Sachen. Hast du schon überlegt, wie das mit unterschiedlich kontrastreichen Händen funktioniert? Wie das mit unterschiedlich kontrastreichen Händen? Ja, wenn es so hell sind. Ja, ich habe da drüben schon mal andersrum gesessen. Da hatte ich dunkle Hand vor hellem Hintergrund. Das hat mein Feature-Detektor auch völlig verwirrt. Also mit dem Ding geht das sogar. Wenn man unbedingt möchte, kann man die großen Korrelationen auch im negativen Bereich sehen. Aber man müsste, also einfacher wäre, das Template neu zu nehmen dann. Aber es geht im Prinzip. Deine Frage ging auch unterschiedliche Hautfarben. Ja, genau. Aber das ist ja nicht ein spezifischer Algorithmus. Also klar, wenn du genau die Hintergrundfarbe hast, das ist halt doof. Aber da hilft auch. Da hilft halt nichts so. Ja. Aber an sich ist der hier relativ. Also wenn du das Template ordentlich machst, funktioniert auch der Algorithmus auch nicht. Ja, genau, wenn du halt weißen Template auf weißer Wand machst, dann geht's halt nicht. Weil es halt, ja. Ist halt so. Machst du nochmal. So, genau, jetzt quasi das Ergebnis. Das vorletzte Bild mit den wenigen blauen Punkten. Dieses. Da ist da unten in der Ecke. Ja, da ist so ein, da ist so ein großer Kreis. Der kommt, wenn man sich das genau anguckt, ist da unten. Also ist ja am Ende weg. Ich glaube, da ist hier dieses Ding und irgendwas, was ich entweder diese Linie oder die oder noch Sachen, die ich noch gar nicht sehen kann, weil es hier dunkel ist. Also dieser Cross-Correlation-Koeffizient macht ja Kontrastkorrektur. Und ich glaube, wenn man das da sehr aufhellen würde, dann sieht etwas, irgendetwas in der Ecke sieht so ein bisschen aus wie ein Ring, wahrscheinlich dieses Ding. Ja, und irgendwo hier Finger, ich weiß nicht, vielleicht dieses Ding hier. Ja, oder die hellen Linien da unten. Ja, weiß nicht so genau. Das ist, scheint diesem Kreisfilter relativ gut zu gefallen, wie man hier sieht. Hm. Also die Kreise finden da irgendwas Tolles, was irgendwie so ist wie Hände. man kann das einschränken, wenn ich halt sage, mach wenig, also es gibt auch jetzt Thresholds. Wenn die Kontrastkorrektur zu krass ist, schmeißt das halt weg. So, und irgendwann macht das keinen Sinn mehr. Aber wenn man die zu hart einstellt, dann gehen halt auch Legit Hände nicht mehr, das wäre ein bisschen schade. Und so teuer ist es nicht, das verschwindet jetzt ja auch. Jetzt sind die alle tot. Ich glaube, das ist. Ist das dein Schreibtisch voll von quasi Händen? Ja. Ja. Ja, wenn du Hände nur als Kreisgruppen beschreibst, ja. Deshalb mache ich danach auch andere Filter. Du hast kreisförmige Hände auf deinem Schreibtisch. Genau. Quasi. Wir sind so die Toleranz. Jetzt hast du quasi ein Bild so und einmal so. Und ich habe dieses Bild, also dieses ja. Nach da gematcht, so, das ist das Ergebnis, das ist ziemlich exakt. Nach da finde ich dieses Bild hier, nach da finde ich diesen Match und der ist schon ziemlich tolerant, also das ist schon gar kein Rechteck mehr, behaupte ich mal. Ja, okay, es ist so gezappt, aber es war quasi ein paar parallele Linien, ja. Die einfach im Bild gedreht sind. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn du so drehst, wenn du... Ja, also wenn ich meine Finger öffne zum Beispiel, ist es sofort tot, oder fast sofort, weil es halt... sucht ja dieses Muster hier so, das muss es irgendwie geben. Die Frage ist halt, was passiert, wenn du das jetzt matchen willst, wie genau musst du quasi irgendwie deine Hand halten, damit du den Hut... Naja, also die Bilder, die ich hier zeige, sind... Beispiele musst du finden, dass du... Vorlagen. Ach, Template meinst du? Template, genau. Wie viele verschiedene Vorlagen also, Templates musst du matchen, dass du dann in der Lage bist, Also ich habe hier diese Bilder, das hier ist das einzige Template, was ich bisher in den Algorithmen so reingesteckt habe. Das ist das eine Template, das habe ich einmal aufgenommen. Und das ist eine Videosequenz, die habe ich halt mal, habe ich mich mal hingesetzt und habe einfach mal eine Videosequenz aufgenommen. Und dann habe ich halt an den Parametern gedreht, einen Algorithmus geschrieben, um auf diesen Bildern die Hand wieder zu finden. Das heißt, es gibt momentan nur ein einziges Template, nämlich das. Und das matcht sowohl hier als auch da, als auch da. Das ist also auf jeden Fall gegenüber dem, was ich sonst so an fertigen Algorithmen gefunden habe, hart gut, behaupte ich mal. Insbesondere sowas wie Faktor 2,3 größer oder so, braucht man mit Feature-Detektoren meistens gar nicht anfangen. Weil die hier, also die ganzen Kontraststärken, das ist alles anders. Und also es gibt Bilder in der Videosequenz, da sehe ich als Mensch eine Hand, die finde ich nicht. Das ist üblicherweise wegen Motion Blur, weil die Hand einfach, die ist halt total matsch, genau. Oder was auch nicht so gut ist, da ist eine Lampe ungefähr schräg rechts hinter mir. Die leuchtet hier auf die Hand. Die leuchtet aus einem zwar nicht gleichen, aber ähnlichen Winkel immer so auf diese ganzen Hände. Wenn ich die Hand
die ist so beleuchtet, so ähnlich wie jetzt auch. Wenn ich die so kippe, dann fängt irgendwann an, hier ganz neue Schatten zu entstehen. Das ist auch tödlich. Damit kommt er nicht klar. Und da könnte man eventuell noch einmal versuchen, vorher quasi ein Edgefeld darüber zu legen, um sich wirklich nur die Kanten zu betrachten. Also ich aber das Problem ist, die eigentlich Markenerkennung um Kreise. Ja, ja, aber Marken. Triviale Kreise. Das ist sehr einfacher. Im Prinzip ist es ähnlich. Es ist eben, dass man sagt, man macht erstmal Binärfilter. Um auch erstmal zu identifizieren, was ist denn was. Ja, ja, also wie gesagt, wenn du klare Marke hast und gutes Licht, dann kann man viel, viel, viel einfachere Algorithmen nehmen. Also da gibt es ja auch Lösungen, das ist auch nicht so, also es ist viel weniger schlimm und man kann auch einfach einen ganz normalen Feature-Detektor nehmen, irgendwie erstmal so ein Point-of-Interest-Extraktion, Feature-Descriptor drauf und das matcht mehr. Da gibt es ja Swift und wie die alle heißen, Paper noch und nöcher. Das funktioniert ja ziemlich gut. Das Problem ist halt, diese Bilder sind scheiße. Also wenn du damit zum Computer Vision Menschen gehst, sag halt, kauf doch mal eine Lampe und eine Kamera. Können wir weiterreden. Aber ich habe halt keine Lust, immer eine Lampe und eine Kamera mitzuschleppen, wenn ich mit meiner Brille arbeiten will. Deshalb muss ich so Software lösen. Ja. Dies. War mein Vortrag. Wie schnell ist denn jetzt? Also jetzt bin ich bei 40 Sekunden für den kompletten Frame. Nicht auf diesem, sondern auf dem Zuhause, was kommt ungefähr in dieser Stadt vielleicht 10. Da ist aber gerade noch ganz viel Float-Kram drin, was eigentlich alles hinterste Mathematik sein könnte, glaube ich. Also ganz viel so, keine Ahnung, mittlere zwei Farbwerte. Okay, wandeln die beiden Anzeigen scharf nach Floats, addiere sie und teile sie durch zwei Kram. So, das ist bestimmt nicht gut. Außerdem mache ich gerade, so, ich bin ja noch dabei, deshalb bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo es langsam ist, sonst hätte ich es schon ausgebaut. Aber ich glaube, inzwischen bin ich auch einfach an der Stelle, wo es eine dumme Idee ist, für jeden Kreis ganz viel Sinus und Kosinus auszurechnen, um herauszufinden, wo ein Kreis ist. Das kann man bestimmt vorher berechnen, weil die Kreise immer die gleichen Kreise sind. Das dürfte nochmal einiges bringen. Wie Magic für? Ja, das kann man vor allem einfach pre-computen, das ist total einfach. Da macht ihr einfach eine Liste von validen Kreisen, die ich so brauche. Ah. Das muss ich nicht jedes Mal neu machen. Das ist halt auch Float-Mathematik ohne Ende. Selbst halt irgendwie Speicherplatz, ne? Ja. Wie immer halt. Ja, aber der Speicherplatz mit 20 Kreisgrößen ist halt 0. Ja. annähernd 0. Genau. Und was natürlich, also wo man problemlos mal was rausholen kann, ist, ich brauche ja am Ende gar nicht immer den ganzen Frame. Meine Hand hat die schöne Eigenschaft, dass sie selten teleportiert. Und deshalb kann ich im Prinzip Tracking machen. Und dann ist es schnell. Also ich kann, wenn ich das einschränke auf irgendwie 40 mal 40 Pixel oder so, bin ich so bei 400 Millisekunden. Das ist immer noch nicht richtig schön. Aber das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Damit kann man im Notfall sogar schon arbeiten. Mhm. Und ich denke, dass man da noch, also ich denke, dass ich so auf 100 bestimmt runterkomme, wenn ich jetzt nur Tracking mache. Und eventuell, also mal gucken, wie schnell ich das am Ende kriege, weiß ich noch nicht, weil ich ja daran arbeite. Im Notfall könnte man auch machen, dass man den Cursor quasi abholen muss. Dass ich einfach sage, hier, da ist eine 3D-Zone, wo du bitte deine Hand reinhältst, damit ich quasi den Cursor auf deine Hand schalte. Ja. Und dann muss ich immer nur da mit Tracking beginnen, wenn ich halt keine Hand habe. Und dann habe ich das Problem nicht, dass ich jemals den ganzen Frame analysieren muss. 10 FPS. Das ist noch nicht schön, aber... Wird der Code irgendwann mal öffentlich? Ja, der Code wird mal öffentlich. Also es gibt ihn noch nicht. Weil ich möchte es gerne so weit zusammentacken, dass man irgendwas machen kann. Ja, und dann das ist geil, du musst jedes Mal so ein Facepalm machen und dann... Ja, genau. Was für eine Datenstruktur nutzen, um die potenziellen Kandidaten zu speichern? Weil das geht ja irgendwie von der Dichtbegrenzung machen. Gar keine, weil ich kann den Code... Das war ja, der Code war gerade einfach zwei Schleifen. Also ich betrachte einfach denselben Kandidaten durch alle Filter. Ach so. Und dann habe ich einfach am Ende halt ein Match oder nicht. Okay, stimmt, ja. Macht Sinn.